So, ja, wir hatten ein paar Problemchen mit Kompatibilitäten, aber wir sind auf alle Fälle jetzt wieder am Start und es wird, hier wird noch ein wenig gekocht und gewürzt, aber solange kann ich schon mal sagen, Nougat Bites ist wohl eine der wenigen Shows, die schon öfter kopiert wurden, als sie tatsächlich stattgefunden hat. Wer sich erinnern kann, wir waren am 26C3 und haben so großartige Dinge wie IEEE oder Root-Rechte, für die Sie sich vielleicht erinnern, an den Start gebracht. Und auch heute wird es wieder in ähnlicher Struktur ablaufen. Und zwar werden wir zwei Runden machen. Es geht um Bilderrätselraten. Und in jeder Runde werden zwei Teams gegeneinander antreten. Für die erste Runde haben wir die Teams schon mal, haben wir die schon mal mitgebracht. Also die haben sich eigentlich selber mitgebracht, aber wir haben es mit ihnen abgesprochen. Wir hoffen, dass auch die Mails noch angekommen sind. Ja, wir hoffen, dass es alles angekommen ist. Team BIOS? Nee, der uns angeschrieben ist, der hieß BIOS. Genau, und dann haben wir noch die Entropia. Die sind aber auch da, ja? Oder haben die sich schon... Die haben... What? Ach so, Kampf mit sich selbst, verstehe. Dann machen wir wieder Split and Destroy. Auf jeden Fall hier. Ja, was fusioniert, das kann man ja auch fusionieren. Jetzt gerade noch 20 Sekunden Konzentration. Ja, das passt. So, jedenfalls Clou an der Geschichte ist, dass wir für die zweite Runde, also wenn quasi auch die, die neu dabei sind, gesehen haben, wie das Ganze funktioniert und wie es abläuft und was man braucht und was man nicht braucht, um hier mitmachen zu können. Für die zweite Runde würden wir dann live aus dem Publikum rekrutieren. Also wer dann in der ersten Runde Spaß hat und denkt, oh, und bevor er platzt, kann er sich gerne mit oder sie hier hinsetzen. Im Groben geht es darum, dass Begriffe, für die, die den Fahrplan noch nicht gelesen haben, dass wir Begriffe darstellen, die so aus der Netzwelt, IT und alles, was irgendwie mit Strom betrieben wird und dann auch von Zeit zu Zeit gesellschaftliche Auswirkungen hat, darstellen in Bildform und ab und zu mal ums Eck und manchmal unten durch und manchmal ist es auch ganz einfach und das soll einfach erraten werden. Wir haben... Und das ist in ansteigender Geschwindigkeit. Wir zeigen auch gleich mal den ersten, wenn es dann losgeht, die ersten Bilder und dann wird es, glaube ich, relativ schnell klar. Okay, aber wir können ja schon mal die Teams auf die Bühne holen. Hallo? Ihr seid wie viele? Jetzt hier waren es drei. Drei, super, perfekt. Okay, bitteschön, ihr kriegt hier diese Redestäbe, die indianischen. Guten Tag. Bitteschön. Hallo? Sehr schön. Also ihr könnt ja erstmal... Zwei Teams. Guten Tag. So, ihr könnt ja gerne euch erstmal kurz... Erstmal einen Applaus natürlich für die, die sich trauen hier öffentlich. Hallo? Also hier ein halbes Mikro für euch, halbes für euch und zwei für euch. Genau. Ihr könnt euch ja mal kurz vorstellen, was ihr so... wer ihr so seid und was ihr so... Was ihr so, wie, warum denn Nougat Bites? Wir sind die Entropianer und wir gehören zu denen, die auch schon mal das von euch kopiert haben. Und deswegen trauen wir uns heute hierher. Ah, super, okay. Ihr habt quasi eure kognitiven Schilde schon mitgebracht. Sehr schön, okay, Team Entropia. Und wie sieht es denn bei euch aus? Wir sind das Team, seit eben Team BIOS und wir haben bei der Gulasch Bites das letzte Mal gewonnen. Also eigentlich waren wir ein anderes Team und eigentlich haben wir abgesagt, aber egal. Okay, super. Und wir sind hier, um zu gewinnen. Okay. Wir auch. Ja, das geht nicht. Okay. Ihr habt das zu spät gesagt. Ihr seid also hier und wir haben den Pinguin. Here to lead and not to read. Was? Okay, das sind eure Monitore, sie zeigen auch exakt die gleichen Bilder. Ihr seid dann zu fünf, das ist unfair. Na gut. Aber er darf nicht mitreden. Ja, ich glaube, es geht hier auch nach Hirnzellen und ich glaube, hier ist... Der ist so ein bisschen fremdgesteuert. Also von der Physik, meine ich. Gut. So, jetzt könnte... Ich habe keine, okay, keine Garantie davon. Okay, Klasse 12, bitte auf die 17. Also wir können den Input live schalten. Ja. Das so. Ist die Maus. Die Sendung mit der Maus. Habe ich schon was gewonnen? Anerkennung von einer bestimmten Gruppe von Menschen in diesem Raum. Aber ich weiß nicht, ob es die richtigen sind. Okay. So. Finde ich gut genug. Wir können ja. Ja.
Licht aus oder dimm? Kann dir das schon passieren? Langsam wird's mal aus. Ah, ja, aber das ist doch noch nicht. Wird nur einfach ein Netzwerk. Ich hab einen Typo im Loading. Wie gesagt, laut raten. Amen. Ups, sind das diese Technical Difficulties, ja. Vorsicht, jetzt wird's laut. Unglaublich laut. Mehr. Wir fangen nochmal von vorne an. Was? Oh no, come on. So, Ben hier. H2O. Du hast drei, ich habe eine. Tja, mit wem habe ich das für abgemacht? Hör nur ich das ganz leise oder ist das für euch auch leise? Mehr Bass. Got five. Gut. So. Mit kurzer Verspätung sind trotzdem alle Anschlüsse erreicht worden. Und jetzt machen wir noch die öffentliche Teamnamenvergabe. Also wir hatten das frisch getaufte. Ach nee, wir hatten hier Entropia. Machen wir es jetzt für uns A und B oder für euch A und B? Also Team A wären die. Genau. Aha. Also BIOS. BIOS Sternchen so mit. Ah, ja. Wir möchten gerne Nugatropia genannt werden. Okay. Weiterhin könnt ihr Unicode. Wir schon. Kriege ich den Schneemann noch rein? So. Ja. Nugatropia. Los geht's. So, dann fangen wir mal an. So, ich hoffe, dass jetzt alle Bilder in dem richtigen Format vorliegen und so. Das ist ein Nugat-Byte. Genau, die Punkte steigen an, aber nicht so krass wie wir letztes Mal. Also es gibt 4 Punkte. 4 Bits. Ich spreche die. Ja, das war natürlich richtig. XKCD. Wir sind noch ganz am Anfang. Ja, wir fangen bei mega leicht an. Ihr könnt auch gerne laut denken. Ist das das First Amp? Nein. Ich weiß auch nicht, was das ist. Könnt auch einfach sprechen, denn... Winner? Winner! Yeah! Sehr schön. Ihr müsst euch nicht für irgendwelche Lösungen entscheiden, ihr könnt einfach Durchzug. Genau, also wenn das Richtige dabei ist, dann es geht ums Reden und ums... Genau, und mitmachen. So. Drittes Byte. Wir machen das wie vor BIOS. BIOS? BIOS, ihr seid da dran. Yeah. Wir machen das wie vor 3 Jahren, dass Leute, die es wissen, im Publikum nicht laut schreien, sondern die Arme heben. USB. Ja, richtig, USB natürlich. Die umfassend systematische Bindung.
Okay, sehr schön. Übrigens, weil wir das nicht so sämig haben wollten, die Regeln etwas verändert. Und zwar ist es jetzt so, dass jede Gruppe, die dran ist, für 42 Sekunden lang alleine raten darf. Und wenn das überschritten ist, für weitere 23 Sekunden beide Teams gleichzeitig raten und einwerfen können. Das sieht man da unten an dem Balken, der ändert dann seine Farbe und blinkt. Der ändert nur seine Farbe. Und weiter geht's. Bios. Nee, nur Gott. Bier. Ich würde sagen, es ist IT-Kraut. Ja. Genau. Sehr schön. Die waren etwas leichter, habe ich das Gefühl. Gut, aber wir fangen an. Byte 5, jetzt Bios aber. Ja, 5, 6, 7, ja. Hände. Das ist jetzt so eine Glockenkurve. Ja, schön, schön, schön. Genau. Wenn alle noch Geld hochhalten, haben wir die Ackermann-Funktion. Bios, ihr müsst laut denken. Also ihr habt gewonnen das letzte Mal, ja? Affeninsel, Ape Island. Monkey Island, ja. Yeah. Okay. Sehr schön. Aber ist okay, wir müssen erstmal den Möglichkeitenraum etwas ausloten, indem wir dann sozusagen die Ideen entwickeln. So, weiter geht's. Nougatropia. Wer ist das? Ja, sehr schön. Angela Merkel. Biolek. Also weder Angela Merkel noch Wolverine, ja? Bitte. Wolverine ist der mit den Haaren, ja? Okay, was sagt mal was. Also wir sind ja hier auf dem CCC. Das hat ja irgendwas. Wir wissen alle drei nicht, wer das ist. Wir sind echt dumm. Schlipsträger. Okay, wir gehen jetzt gleich und jetzt sind in den gelben Bereich, wo dann beide losraten dürfen. Jetzt hört aus dem Publikum Gregor Gysi. Ja, das ist richtig. Ja, das ist nur der Politiker, oder? Aber das ist das neue Protokoll für... Nein. Genau. Trollololo. Sollte es zu den ersten Hinweisen kommen? Spielen wir das mal durch mit den Hinweisen. Also, ich glaube, du musst... Ja, nee, ist ja noch Zeit. Also, die haben ja noch Zeit und du musst noch durch. Okay. So. Der erste Hinweis und ein Bit wird abgezogen. Es handelt sich um ein Programm, was gesucht ist. Gizip? Gizip? Moment, das notiere ich auch auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Okay, wir geben den zweiten Hinweis. Ah, na? Einige haben es. Hände, gibt's? Ja, sehr mal sehen, schön. Ob die dann noch oben bleiben, wenn die Lösungen kommen. Okay, die ersten sterben da hinten voller Hand. Es dürfen beide Teams lösen, links, oder? Beide Teams können beide probieren. Dran, ja, genau. Linke. Ja! Ja! Das ist jetzt B, richtig? No! Genau, da muss das ist ein Linker. So, was ist das Problem? Mein Akku ist leer. Gibt es hier Strom auf die Dose? 20 Minuten haben wir noch. Okay. Hast du was anderes? Geht der Spielstand gedacht? Verloren? Nein, natürlich nicht. Der ist gespeichert in biometrisch transferierten Entropie. Engel, Strom. So redet er mit mir auch immer. Nee. Die sind alle leer. Da ist keine Stromlinge drin. Kein Strom aus der Dose. So, wir machen mal weiter. B, richtig? Nee, das war... Achso, wir hatten ja schon... Haben wir dafür jetzt Punkte bekommen? Moment. Ja. Sehr schön. Wow. Vor allem sofort aufgeladen, ist total super. Kombiniere Stecker mit Dose, wer hätte das wissen können? Ich kann das nicht tun, Sam. Weiter geht's. Bios. Oh, ich hör
das Knistern der Synapsen. Hände? Ich sehe Hände, ich sehe Hände. Ja, Hände, Hände. Sprecht mich, sagt einfach mal, was ihr seht. Das hilft immer ganz gut. Sprecht mal, sag mal, was in euch passiert. Tea Party. Was, nochmal? Tea Party? Tea was? Tea Mate, nein. Tea Party. Nein. Sprecht ruhig. Also vermutlich ist irgendwas 40. 40. Ist das ein Ei? Ja, zum Beispiel. Green IT. Yes. Ja. Ah, beide können raten. B. Richtig. Ja. Das ist der Green IT. Okay. So, Nukatopia. Und wie ihr mitgekriegt habt, haben Sie nach den 42 Sekunden gesprochen. Ja, Nukatopia. Das ist irgendwie Shell vielleicht und irgendwas Kryptisches. Das sieht schon so nach der Seashell aus. Nein. Ich glaube nicht. Weiter. Irgendeine Shell. Ja, das stimmt. Shell-Script? Shell-Script. Das sind die Runen in der Muschel. Okay. Okay. Die ausbeginnt. Schön, bis jetzt waren noch keine schwarzen Bilder dabei. Auf jeden Fall. Super. Okay, die haben es verstanden, dass ein Rootkit. Genau. Ja, ein Rootkit. Erlangung von. Von was denn? Naja. Ja, und, ja, da stand noch mehr. Admin-Rechten. Los geht's. Hase und Schöpfer. Ja? Meint ihr das? Okay. Weiter, sprechen und denken. Sprechen und denken. Pascal. Ja. Very nice. Nicht schlecht. Sehr schön. Ich habe gewettet, dass das keiner errät, aber gut. Mhm. Okay, sehr schön. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja. Stream of Consciousness, einfach sprechen. Was seht ihr denn da? Nicht Pedobär. Nein, das ist... Wer weiß. Tennis. Vielleicht ist das der Pedobär. Was seht ihr denn da? Alf, ich. Ja? Und gut. Die Dame? Der Alf ist ja unscharf. Das war die Idee. Also diese diskreten und subversiven visuellen Hinweise. Ist nicht AFS, oder? Nein. Oh. Jetzt platzt es gleich. Nee. Jetzt, Nugatropia, steigen ein. Warum sehen die eigentlich nicht den schönen Ladebalken auf ihrem Bildschirm? Ja, der Ladebalken ist bei uns abgeschnitten, das ist sehr blöd. Vielleicht ja. Okay, aber ihr könnt ja trotzdem was sagen. Ihr Name mit X, wie auch immer sie heißt. Wie heißt sie denn? Na, Moment, es kommen erst Hinweise und dann fragen wir das Publikum. Der erste Hinweis? X-Files? Gut. Okay, bring it on. Weiter. Okay. Ja, so schlau wart ihr schon. So weit waren wir schon. Okay, dann darf jetzt das Publikum einen Hinweis geben, wer die Dame ist. Aha. Lynn. Links. Ja, das geht auch. Ja, das kann man auch nicht. Ich glaube, das sollte mal gelten lassen. Na gut. Es ist natürlich Linux. Linux. Aber links ist natürlich auch schön, also in dem Sinne lassen. X. Linux 11. X11. X11. Der war aber unscharf. Oh mein Gott. Und den hätten wir uns auch nicht getraut. Also wir hatten 120 Begriffe und haben aussortiert. Ja, ja, die schlechten. Wir haben zum Schluss noch einen kleinen Ausschnitt von dem, was wir euch erspart haben. Okay. Ah. No!
gut. Black Screen of Death. Ja, das soll nicht so sein. Genau. Ja, wir sprechen. Fehlt da das Bild oder ist das Absicht? Nee, das ist keine Absicht. Das ist, wenn man mit zwei verschiedenen Versionen des gleichen Programmes Bilder bearbeitet. Okay, aber einfach drüber. Sollen wir die Augen schließen? Oder ich mache einfach weiter. Ja, und einfach weiter. Keiner kriegt Punkte. Ja, wir geben Hinweise. Super. Ja. Publikum? Also Moment, ich beschreibe das mal kurz. Also man sieht einen Saal mit Amtsinsignien an der Wand, wo auf der Frontbank Untote sitzen und auf den Seitenbänken auch Untote sitzen. Wir und machen Bilderrätsel. Und ein Einzelner auch. Das war der Zombie-Prozess. Und das war der Zombie-Prozess. Naja, schade. Gut, weiter geht's. Tja. Die Umlaute. Zombie Process? Okay, ja, hau weg. Das passt. Gut. Schade. Jetzt war es wenigstens gerecht, ne? Ich hoffe, das geht jetzt nicht so weiter. Ja, hättet ihr mal Portable Net benutzt, ne? PNM. Ja, das stimmt. Aber es gibt genug, die sicher funktionieren, dann ist das nicht so schlimm. Berühmte letzte Woche. Okay, BIOS ist übrigens dran, falls es jemand. User Agent? Nein. Der ist ein bisschen weiter weg. Wir haben uns jetzt schon auf höhere Gefilde begeben. Was seht ihr denn? Was für Elemente sind denn in diesem Bild vorhanden? Naja, wir haben Neo, wir haben den Agenten, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Wir haben irgendwie zwei Fäuste für eine Matrix. Mhm. Irgendwie. Genau. Was gibt's denn, was gibt's denn noch für Bildelemente, die da... Regen. Ja? Rainbow Table. Nein. Hatte schon. Beide raten? Beide können. Nugatropia, habt ihr eine Idee? Matrix Multiplication. Matrix Match. Nein. Es regnet. Immer wenn es regnet. Winter is coming. Okay, ich glaube, es ist Zeit für... Okay. Also. Ein Programm. Das hilft noch nicht. Weiter, wie ich in die Gesichter sehe. Weiß es irgendjemand? Ah. Dropbox. Es ist was? Es ist was? Bitte? Dropbox. Ja, Dropbox. Warum ist das Dropbox? Sie boxen und es droppt. Die Raindrops. Oh. Ja. Mach schnell weiter, mach schnell weiter. Genau, Dropbox. Es war Dropbox. Flag? Flag ist auch gut, aber nicht richtig. Flag Flick? Flicker? Ja, genau. Flicker. Ja, das war... Okay. Gut. Oh mein Gott. Dinge, die vergisst man, und wenn man sich erinnert, dann... Wie alt seid ihr, nur so als Frage, egal. Bricht der Tag wieder an. Es geht scheinbar um dieses Storage-Medium, was so diese CDs waren früher. Ja, Legacy. Stimmt, Legacy Support ist in manchen Rechnern noch drin, ja. Aber es geht um mehr. Was seht ihr denn da? Ihr seht was? Mag das die Hitbox sein? Ja. Nice. Yeah, eiskalt. Das ist die Hitbox. Okay. Wahrscheinlich wissen die einfach nicht, was eine Hitbox ist. Das ist das Problem.
und Timer. Ihr dürft nicht raten. Der ist kurz vorm Timeout. So, doch. Nukatropia? Ja? Doch, doch. Der Hit-Counter? Ah, manche. Vielleicht. Ja, es gibt Hände, es gibt Hände. Manche strahlen und manche winken ab. Geh mal. Manche niesen, ja, auch richtig. Okay. Also ich sehe überwiegend lächelnde Gesichter. Ja. Okay, wir sind gleich am Strich. Ja, beide dürfen raten. Pin-Timer. Nein, nein. Und auch die Freunde an den Ferngeräten. Okay. Na los. Also. Der erste Hinweis. Es sind alle abgeräumt. Alle. Viele. Viele. Strike. Counter-Strike. Oh. Yeah. Nice. Genau. Sehr richtig. Okay. Okay. Sehr schön. Okay, ist noch alles offen? Da geht noch was. Da geht noch was. So, weiter. Sehr gut, sehr gut. Mauerfall. Ja, gut. Hände hoch! Wow! Nicht schlecht, oder? Großartig! Was haben die denn da auf die Wand gemalt? Greeting? Da haben wir nichts dran verändert. Ah, okay. Das war damals so. Das war früher so. Wall Message? W All? Hm? Doch, sieht man. Gut, noch 5 Sekunden. Firewall. Yes. Firewall. Mit dem Feuerwerk, ja. Wir wollen auch mal so ein einfaches. Ja, aber wir haben eigentlich eher an Feiern gedacht, aber es ist also, naja, gut. Nee, das ist auch die Feier. Ja, ja, ja. Also, genau. Aber gut. Lässt Interpretationsspiel. Jetzt gibt es eine lustige Intervention und zwar, wir drehen jetzt kurz für 5 Bilder die Sache um. Und zwar geht es darum, dass die, die Dinge, die ihr raten sollt, Filme sind und wir haben sie mit geekigen Dingen dargestellt. Genau, sonst haben wir immer mit weltlichen Dingen Informatik und digitale Sachen dargestellt und jetzt versuchen wir es mal einfach umgekehrt. Das ist nur eine kleine. Ein Experiment. Mano. Das ist schade. The day after tomorrow? Yes. Okay. Gut. Cloverfield. Ja, das ist auch richtig. Stand hat euch irgendwas gefilmt? Nein. One flew over the cuckoo's nest. Nein. What? Nukatropia? Publikum, gibt's wissende Hände? Ja, eigentlich hier vorne, die müssen wir nachher mal. The Flash. Okay. Dann lassen wir die einfach nochmal weg. Es wird nur das Finde ausgegeben. Nein. L. Nein. Nein. Beide Ratten. Die L-Word. Was? So eine komische Serie oder ein Film, L-Word? L-Word? Nein, nein, nein. Okay. Big L? Nein, nein. Ja, okay. Wir geben mal Hinweise. Dann geht's los. Beide können raten. Ein Ray.
Ein Array, ja. Ein Array. Ein Array. Das gehört nicht zum Spiel. Nee. Mit Elementen. Der fünfte Element. Ah, das ist, oh. Das, das ist nämlich nicht das vierte, sondern das fünfte. Exakt. Wunderbar. So. Sehr schön. Tschüss. Okay. Was hatten aber wir? Das waren die anderen. Bitte? Haben wir da gerade einen Punkt bekommen? Habt ihr uns Punkte gegeben? Das waren die. Glaube ihr das nicht gerade gesagt? Nein, nein, sie haben das vierte gesagt. Sie waren das fünfte. Wer merkt sich das? Merkt euch das mal. Sie müssen. Es waren, glaube ich, vier Nougat-Bites. Ja. Genau. Okay. Weiter? Ja. Ja, weiter? Genau. Das ist, ja. Nougatropia. Halt laut sprechen, laut denken. Also der Korrektheit wegen muss man sagen, dass die Zeilenumbrüche nicht mit Backslash gekennzeichnet sind. Also die Farbe ist violett. Nein, nicht. Nein. Eher rot, gelb. Ist das grün? Das ist mehr. Clockwork Orange? Ja. Yes. Yes, the Clockwork Orange. Nicht schlecht. Sehr schön. Was, das funktioniert nicht? Warum nicht? Der Showdown kommt jetzt wieder im... So, das ist bei euch alles abgeschnitten. Und der Showdown kommt wieder im klassischen Nougat-Bite-Stil. Genau. Ah, da fehlt. Da fehlt. Ubuntu? Fast? Fast. Stellt euch einfach vor, die Kuh... Ubuntu. Ja. Kubuntu, ja. Richtig. Okay. Stellt euch vor, die Kuh hat noch ein U. Hm. Genau. Okay, los geht's. Engel? Nein. Also das was zum Tragen, ja? Für vier Personen? Ja. Engelsystem? Da ist was abgebildet und darauf bezieht sich das auch. Steckt man in sowas nicht üblicherweise Tote? Tote? Nee, da war was anderes drin, ganz konkret. Gibt es denn Leute im Publikum, die wissen, was da abgebildet ist? Ah. Und was ausgeblendet ist und noch eingeblendet geblieben ist? Ich glaube, das ist, wenn man das weiß, dann weiß man es, glaube ich. Weg sind die Nerdcreds, ja? Ratlose Gesichter, wollt. Okay. Sie geben Hinweise. Ja. Wir geben Hinweise, genau. Hm. Ja. Das erklärt einiges, oder? Okay, der nächste, des Volkes Israel. Ja. Ja? Schreit, wenn ihr was wisst. Wisst ihr irgendwas? Die Arche von Mainz, das hab ich. Hm? Wie bitte? Ihr könnt beide, jetzt könnt ihr beide. Ja, ja. Arche von Mainz, ja. Check mal rein. Eine tragbare Bundeslade oder sowas. Manche Sachen sind ein bisschen manches ist dunkler auffälliger dargestellt. Ich sag's auf Englisch. Der Bundestrojaner. Welcher Teil ist Verfolgung? Gut. Bars. Pentabar? Nein, nein. Gut, vielleicht sind sie nicht eckig genug. Gut, dann kommt die Auflösung. Publikum? Genau, der das sind die Ladebalken. Dazu muss man natürlich die Bundeslade irgendwo aus seinem allgemein irgendwann in der Schule geprägten Gehirn oder später auch. Keiner kriegt Punkte. Okay. BIOS. Seht ihr was? Was seht ihr? Ja, wir haben hier Ozzy Osbourne als Puppe. Vielleicht ist es Puppet. Nein? Vermutlich nicht.
Ja, weiterdenken ist schon mal gut, schon mal gut. Die Richtung ist auf alle Fälle sehr... Ist die Blickrichtung wichtig? Nein. Ja, nein, Fragen? Nein. Nein. Publikum? Gibt's Leute, die da... Niemand bisher. Bisschen im Kopf spielen mit dem Begriff, was ihr da gerade gesagt habt. Dann so wird was draus. Wir sind auch schon bei beiden jetzt. Seht ihr mehr? Seht ihr mehr? Sprecht mal ins Publikum. Publikum, meine ich. Phonikum. Da steht Black Sabbath. Das ist eine Band. Ja. Das gibt Street Cred. Kennt nicht mehr jeder. Ja, das den hatten wir schon. Sag genau. Das nochmal. Na, das ist Ozzy Osbourne. Mhm. Genau. Weiter geht's. Osbourne, der Computer. Das ist der echte. Nein. Da gibt es riesengroße Hände, die reichen bis zum Himmel. Okay, also alle sehen ziemlich ratlos aus. Okay. Ein Fake Packer Puppet irgendwas? Nein. Nein, nicht so dehnbar. Komm, bring it on. Das Publikum? Ja, Ozzy-Modell. Das ist das Ozzy-Modell. Also das geht ja schon an der Realität vorbei, oder? Also ja, das Modell, genau. Also Referenz, okay, da können wir drüber streiten, aber Ozzy-Modell ist auf alle Fälle... So, Nugatropia. Die spielen aber nicht Worms, oder? Nee, es sind echte Menschen. Also es sind eigentlich Lichtpunkte auf einer Oberfläche, aber es ist repräsentierend ein Foto, wo Menschen drauf sind. In dieser Welt bewegen wir uns auch. War der Zaun da unten schon vorbei mit den Vögeln, die da zugucken? Das sieht irgendwie künstlich aus. Nö, die sind eher passive Beobachter. Okay. Zu und sind unbeteiligt. Die stehen da, die eideln da so rum. Ist das Jetpack ein Fotoeffekt? Scheiß der Papst den Wald. Ja. Also ich meinte schon den Plattformwechsel. Beide können raten. Aber ist ja wohl falsch. Plattformwechsel? Was? Plattformwechsel, nein. Aber es ist auf alle Fälle... große Plattform? Nein. Nein. Publikum, gibt's Arme? Long Jump. Es geht natürlich um den... Oh, es gibt Leute, die es wissen. Sehr gut. Wir machen mal Hinweise. Also. Worauf stehen die Leute, hatten wir schon. Ja, machen wir weiter. Genau. Der Raketenmann braucht diese nicht. Plattformunabhängigkeit. Plattformunabhängigkeit, wow. Genau. Ich habe jetzt hier das P zuerst gehört. Ja? Also, ich habe es von hier zuerst gehört, das P, aber was sagt ihr? Ja, BIOS, wir hatten hier so einen leichten BIAS und deswegen kann man das ja gleich ein bisschen. B. B, ja. Ja! Gut. Hatten wir's. Jumper ist auch gut. Okay, Jos, was seht ihr? Ein Sprung in einem Graphen. Ein Sprungzeiger. Quake. Eine Messung. Gut, weiter. Woher kennt ihr das? Aus Quake 3. Quake 3. Ja. Was? Das ist irgendein Quake 3. Quake 3. Er hat es gesagt. Ah. Ja, es ist Quake 3. Da kriegen wir die Punkte dann aber auch. Wir wollen auch mal Punkte bekommen, wenn wir... Ja, wir wollen jetzt die Punkte haben. Sehr schön. Es okay. Gibt jetzt auch übrigens volle Bytes, ne? Ja, jetzt geht's darum. Nugatropia, ihr mögt doch anderweitig ein Vorteil. Invarianz. Er schaut immer gleich. Ihr kennt das aus früheren Leben. Also wenn er eine Schleife tragen würde... Dann? Dann wäre es die Schleifeninvarianz. Schleifeninvariante. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber es ist leider nicht. Nugatropia, noch 10. Es ist immer auf boshaft. Ja. Es ist immer boshaft. Das stimmt.
Ja, ist der Name des Schauspielers relevant? Also ja, Till Schweiger ist das. Nein. Ist das relevant. Multipath oder sowas? Nein. Multi-Empathy? Nein. Publikum, gibt's Arme? Ja, da gibt's Arme, okay. Aha. Gut, es ist also wissbar. Wir geben den ersten Hinweis. Sind das spezielle Mimiken? Es sind Launen oder Mut. Emotionen? Wirklich? Modifons? Wir geben den zweiten Hinweis. Englischer Begriff. Meme? Regulärer Ausdruck? Ja. Oh, sehr schön. Sehr schön. Vor allem, genau. Gut, das mit dem englischen Begriff kommt da nicht so hin. Regular Expression. Aber Regular Expression, regulärer Ausdruck. Richtig, richtig. Sehr schön. Genau. Okay. 33. BIOS. Was seht ihr? Was seht ihr nicht? Wir sehen irgendwie eine Zeitkurve, Zeiten... Trace Route. Raytracer. Lass mal gelten. Lass mal gelten, ja. Raytracing. Braucht er noch einen Moment? Ray Charles, genau. So. The Big Picture. Ist der letzte Begriff auch, ne? Ich glaube ja. Der von dieser Runde. Ein Bild auf mit zwei Leitern. Ja. Das ist schwer, aber so brauchen viele Leute, finde ich. Mhm. Ja, sehr gut. Ja, so denkt man laut. Image Support. Hm, nice, nice. Aber nicht richtig. Achso, gut. Das Schiff brennt, oder? Das erkennt man gar nicht, was da drauf ist. Ist egal, was drauf ist? Ja, ja, ja. Okay. Die tragen ja auch alle Handschuhe, aber... Das ist total wichtig. Aber es ist nicht einfach ein Support-Team. Nein, nein, nein. Aber die tragen Handschuhe, richtig, sehr richtig. First Level Support. Auch schön, auch schön. Ich stell mir einfach vor, das ist ein Erdgeschoss. Also sie fassen das Bild nur mit Handschuhen an. Ja, ist sehr richtig. Ist das wichtig? Ja, das ist wichtig. Safer Support. Okay, dann gibt es jetzt die Hinweise. Wie gesagt, das ist das letzte Bild. What is moved here? Weiter. Moving window? Yes, a picture. Moving. And this group consists of real experts. MPEG. Ja. Ja. Oh. Es ist MPEG. Und zwar die Moving Picture Expert Group. Sehr schön. Oh, der Friend Grabber ist es auch gibt sehr noch schön, welche. Ja. Oh ja, ja, jetzt ist es das letzte. Okay, jetzt ist es das letzte. Das letzte. Tor. What? Tor. 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 Was? Onion Routing. Yes. Ja. Onion. Dieser Mensch, Rauter, der unheimlich ähnlich sieht, schneidet Zwiebeln in Rauten. The Onion Router. That's why, English audience, you should not listen to this. Okay, ich glaube, das ist jetzt das letzte. Das ist auf alle Fälle das letzte, ja. Oh ja, das ist es. Ist eine Walnuss, irgendwie ist ein Dollarzeichen oder ein S in diesem Zaun, ja, ein Wald ist dahinter. Ihr meint das richtig, ja? Sehr schön, sehr schön. Stimmt soweit? Weiß auch noch niemand. Umso schöner für die Pointe. Gibt's Hände? Ah. Aber nicht irgendwie Nutshell oder sowas. Nein. Jemand stirbt. Ambulanz, grad. Reihe 12, Ambulanz, Reihe 12. Ja, Reihe 3 auch. Reihe 7 auch. Das ist bestimmt der Gatekeeper für die Walnuts. Nein.
Da sprechen wir nachher nochmal drüber, was das denn wäre. Ihr dürft mitraten. Ihr könnt mitraten. Ja. Das ist ein Wort. Okay, sie erstarren. Das ist klar, ja. Jailbreaker. Also die 3ED-Anordnung auf dem Bild ist gleichzeitig auch die Begriffsanordnung in dem Sinne. Was? Die dreidimensionale Anordnung. Okay, wir gehen mal hin weiter. Also. Es handelt sich bei der Lösung um eine Person. Ach. Okay. Ja, wir haben eine zweite Runde, ne? Weiter geht's. Der Typ ist Bruce Lee übrigens. Nut? Nein, nein. Ich glaube, die brauchen noch einen. Mit Nuss vor einem Tor im Wald. Linus Torvalds. Yes. Yes. Exakt, Linus Torvalds. Okay. Sehr schön. Gut, der finale Stand. Oh, da hat Bios ganz schön aufgeholt. Gut, vielen Dank an die beiden Teams. Plus die Punkte, die jetzt auch nichts mehr ausgemacht hätten. Ja, es waren noch 4 Punkte drauf. Deswegen, Dankeschön an euch alle. Wollt ihr noch kurz sitzen bleiben und... Genau, wir nehmen euch, glaube ich, mal die Mikros weg. Ihr könnt euch schon mal an eure Plätze begeben und währenddessen kommt ein kleines Intermezzo noch mit Dingen, die wir euch erspart haben. Und währenddessen, das kannst du ja machen, würde ich schon mal Leute, die Teams werden wollen. Okay, dann kommt mal hoch. Okay, kommt mal her. Flash-Team. Soll ich schon mal? Mach du mal. Wir haben natürlich nicht nur die Begriffe uns ausgedacht, die wir gezeigt haben, sondern auch Begriffe, für die wir auf jeden Fall ein Buch kassiert hätten, die aber trotzdem irgendwie, wenn man sie dann zeigt, als das haben wir euch erspart, dann trotzdem wieder lustig sind. Da kann das Publikum jetzt noch einmal mitraten. Schnaps. So. Wo sind die anderen? Weiß es jemand? Aua. So, gibt es denn noch Freiwillige? Ich höre nichts analog. Dafür hätten wir ein Buch kassiert. Sehr schön. Genau, Intended Booth. Okay, wir brauchen noch Leute. Wer möchte denn als zweites Team? Jemand weiß es. Ach so. Das ist der Big Brother Award. Ja. Barebone habe ich gehört, genau. So? Und das war's dann auch für die erste Runde. Sehr schön. Okay, wir haben den ersten hier. Moin. So, traut euch. Sprich mal. Es gab doch Leute, die noch Spaß dran hatten. Ja, also, gut, möchte sich noch jemand hier dazugesellen? Das wird sonst sehr unfair, Leute. Ah, wunderbar, sehr schön. Hier haben wir den nächsten. Traut sich, wunderbar. Jawohl. Und noch jemanden, wunderbar. Das willkommen das. Auf der Couch. Willkommen, setzt euch. Hallo, vier sind genug. Genau, also bitteschön. Für eure Sprechgeräte. Passt das? Kriegt ihr? Achso, Hobbits oder Zwerge. Macht's mal so, ne? Okay, sehr schön. Hi. So, dann Ausbeute von 30%. Fein mal ab und dann brauchen wir mal. Wie wollt ihr euch denn nennen? Sarahs Knechtschaft. Wow, what? Sarahs Knechtschaft. Du bist Sarah? Alright. Okay. Sarahs Knechtschaft, wie sieht's denn bei euch aus? Wollt ihr euch irgendwie nennen? So die wilden Vier oder so? Oder Quattro Stagioni oder. Sprech ins Mikro. Team Random. Random. Team Random. Okay, wir so? Haben. Ja. Oder lieber so? Ja, so ist optimal. Ja, sehr schön. Und das war Sarahs Knechtschaft. Und sie ist Sarah. Mit H? S-Z-A-R-A. S-Z-A-R-A.
Oh mein Gott. Minus Knechtschaft. Bitte? Minus Knechtschaft. Mit S. Sind das alles deine Knechte? Eigentlich bin ich in dem Team hier. Nette Knechte. Sehr schön. Yay! Okay, random. Dann geht's jetzt mal los. Gnu Shell. Gnu Emacs. Gnu Dash. Das ist definitiv irgendwas mit Gnu. General. Erstmal nur random, ja? Wir dürfen noch nicht. Ja, sprecht und denkt. Gnu Shell, Gnu Teller, Gnu Dash. Richtig. Wir sagen mal einfach. Wunderschön. Aber sehr gut. So machst du weiter. Gnu Teller. Sehr gut. Na, jetzt sind wir dran. Jetzt dürft ihr. Genau, lass aber schön auf. Für den ganzen Elan. Oh, Superstar, Deutschland sucht das Brot, Brett, Bernd. So geht's gut. Culture? Sehr gut, weiter. Ihr habt drei Mikros. Ja. Ja, wir haben drei. Ja, aber keine Ideen. Wer sind Sie da holen? Bernd ist Brot. Okay, Hände im Publikum. Hände im Typen. Ja, nice. Okay, ein paar Leute. Red, Rot, Bernd. Red, Bernd. Red, Bernd. Okay. Broadcast. Aua. Sehr richtig. Bernd. Broadcast. Ja, das ist wieder das, genau. Okay, weiter geht's. Random. Ab geht's. Lauter sprechen, lauter gleich. Zwillinger, Twins, Leia Twins, Leia Zwilling. Dual Leia? Ja. Yes. Dual Leia. Dual Leia. Sehr nice. Sehr schön. Hey, die sind gut. Ach so, ich muss drücken. Ja. Code auf jeden Fall mal. Cutlery. Also nicht, nicht auf jeden Fall. Raincoat. Weitersprechen. Die Richtung ist schon mal auf alle Fälle. The Code jetzt oder? Raincoat. Die Richtung. Nein, Rainbow Table mal. Dieser Rainbow Table verfolgt uns. Irgendwie, ja. Wir sind gebrandmarkte Kinder. Ja. Gefärbte Kinder. Kleid, Rain, Ringplatte. Was seht ihr denn da? Besteck. Direkt sichtbar. Beide raten. Rain. Essen. Regenmantel. Ich sehe keinen Regenmantel essen. Regenmantel essen. Ein was? Raincoat Plate. Rain Food. Food. Rain Food. Ballend. Okay, ich sehe da Hände. Raincoat Food. Ja, da platzen. Wer kennt das Geräusch? Ah, sehr gut. Wenigstens einer. Okay, Hinweise. zum Essen. Ihr könnt beide raten. Okay, wenn jemand Nein schreit, ist das schon mal richtig. Ein Cape. Escape! Ganz alleine rausgefunden. Ich habe auch nichts aus dem Publikum gehört. Keine Ahnung. Okay, ja natürlich, Escape. Okay, da das überspielen wir. Regencape. Ja, Regencape. Random mit 4 Bits. Artefakt. Nein. Artefakt, Flak. Ja. Das lassen wir uns auch noch erkennen. Ist das ein erklären? Luftflak. Ich glaube, das ist schon. Na gut, also wir lassen es mal gelten, aber gemeint war Flak. Free Lossless Audio Codec. Gut. Compression. Codec. Ja, der war so ein bisschen, aber gut, wir sind noch im leichten Spektrum. Da kann man sich das noch leisten. Los geht's. BCC. Yes. S. BCC. BCC. Flying Carbon Copy. Yeah. Okay, aber okay, da unten sollte eigentlich stehen natürlich Blind Carbon Copy, aber nicht mal, dass wir Punkte bekommen. Nur wegen der Deutschen. Ja, okay.
weiter geht's. Free D-Mark. Korrekt. Ja. Free D-Mark. Nice. Very random. Okay. Ich habe Angst vor schwarzen Bildern. Ja, aber ein bisschen. C-Sharp. Also scharf ist das nun wirklich nicht. Groß auf Englisch ist... Mass. Timos. Timos. Yes. Timos. Ja. Nice. Okay. Das war gut. Weiter geht's. Ja, sehr gut. Ich bin abgelenkt durch irgendwas. Amazon Bier. Hä? Weiter, weiter. Mal sein Kindle? Yes. Yes. So. So, wir haben Flash. Flashmob. Oh, das ging mir viel zu schnell. Genau, natürlich. Flashmob, okay. Na, du warst ja prädestiniert, ne? Stimmt, das hatte doch schon Alkohol. Osama Bin Laden Formation. Bin Laden Funktion. Einer weiß es. Laden Funktion. Zwei. Das ist eine Funktion. Funktion. Terrorfunktion. Terrorfunktion. Terrordatei. Das ist eigentlich ein psychologisches Experiment, wir holen alles aus euren Köpfen raus. Funktionsterror, genau. Funktionsführer, Terrorfunktion, Terrorabbildung. Ah, das ist eine Abbildung, richtig. Funktion, das ist eine Abbildung. Ladenabbildung. Terrorfunktionär. Anti-Terror-Datei? Nein. Hatten wir schon. Also Datei sehe ich da nun nicht. Funktion bin Laden. Aber wir wollen euch da nicht bremsen. Osama. Die Richtung, ne? Terror. Die Elemente sind da. Abbildung. Terrorfunktion. Nein, Terrorfunktion ist nicht. Abbildung bin Laden. Irgendwas mit Laden. Ja. Funktionsladen. Ladefunktion. Nein. Wer ist zu sehen, dass wir wissen, warum? Osama bin Laden. Funktion. Das ist eine Funktion? Ja. Funktion. Funktion überladen. Ja! Yes. Ja! Nice! We make you say things. Okay, ich glaube, wir müssen noch jetzt warten. Ja. Wenn jetzt noch jemand kommt, gut. Okay, sehr schön. Go, GL, GL. GL. Ja, wir haben ein sehr loses Verhältnis zu Sprache. Google. Kann man so machen. Google? Google! Ja, Google. Ja, natürlich. Ja, wir kennen das ja, er hat sich redlich bemüht, was das heißt. Also. Ja, das ist. Ja. Ihr habt Gleichstand. Die nächste Stufe. Nächste Stufe. Mehr Schnaps. Ach ja, stimmt, ihr habt irgendwie so viel Marx, Koch. Koch, wer ist denn das? Moment, random. Das ist Karl Marx und das ist ein Kochhut. Marx, Hände? Marx. Ah, doch. Okay. Im Feix-Faktor auf jeden Fall sehr hoch. Feix-Faktor, wir sollten irgendwie so. Cookies. Cookie Marx. Marx Cookie. Nee. Okay, Hände hoch. Marx. Communist Cookbook? Ja, Anarchist. Anarchist Cookbook. Nein. Haben die Kommunisten nicht auch so? Ja, auch gut. So, Knechtschaft, Marx. Bring it on. Ratet euch die Hirne aus dem Cookie Leib. Marx. Cookie. Karl Koch? Ja. Ja, natürlich, Karl Koch. Wunderbar.
Sehr schön, die Jahreszeit. Ja. Der Traum. 14. Okay, was haben wir? Lachen? Wir sind dran. Spiel Ravensburger Game, was ist das Spiel? Ich hoffe, dass mit Kitzen nichts Unanständiges gemeint ist. Das sind wieder diese Assoziationen, diese. Deutsch, Englisch? Ist das vielleicht der erste Hinweis? Mal gucken. Also es ist schon kein FSK 18 oder so. Ravensburger. Wo ist das eigentlich? Das ist TickleTK? TCLTK? Ja, TickleTK? Nein, nein. Weiter. Ich glaube, es ist einfach. Ich glaube, wir kassieren einen Buh. Game? Vielleicht? Das schon. Es gibt ja auch nützliche Buhs. Die in den Schlössern und so. Wir geben Hinweise. Sexual Harassment? Was Game genau hat das mit diesem Bild zu tun? Also ich meine, ihr seid nicht Team Random, in dem Sinne geht sowas gar nicht. Okay, weiter. Für etwas, das für Algi Massaker verantwortlich ist. Going Postal. Killerspieler? Killerspieler? Ja. Wo war das jetzt? Ich hab's, glaube ich. Ich glaube, ich hab's von der Richtung. Ich glaube, ich hab's aus der Richtung gehört. Killerspieler sofort. Publikum? Ja? Random. Alter. Ja. Ja! Nein. Der ist bestochen. Ja, frag doch die Knechtschaft. Nein, nein, nein. Wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Nein, nein, nein. Random. Ich hab's auch von da gehört. Mal gucken. Random ist gewählt jetzt. Ich hab hier so einen R-Knopf. Gut. Ah. What? Falsch. Fail. Wir sitzen auf der besten Seite. Nicht heiß. Handy hoch? Handy hoch? Handy hoch? Nee, Hände hoch gibt's zwei. Das ist ein Chili. Zwei auf der linken. Ja, sprecht weiter. Denkt weiter. Das sind so. So. Rubber Concorde. Wenn es gelb wird, könnt ihr sofort losbrüllen. Ja. Ja. Okay. 3, 2, 1. Konsole! Konsole! Yes. Konsole! Richtig. Weil Chili ist nicht drin. Chili ist nicht drin, korrekt. Okay. Wir brauchen mehr Alkohol. Wir brauchen mehr Alkohol. Ist dran. Second Chill. King. Na, es ist Thron. Second Volume. Game of Thrones? Nein. Two, three. Der Point irritiert mich. Nimm mal die Maus weg. Achso, das Rote ist nicht die Maus. Okay, da weiß ich es nicht. Haben wir wirklich. Da hinten sind auch noch ein paar. Ja, es wird mehr, es wird mehr. Zweiter. Der Thronfolger. Schön, aber nicht IT. Zwei Thron. Zwei. Thron 2, Second Throne. Ja, ich glaube, das sollten wir. Das ja, dann war es eigentlich gesagt, weil nämlich. Second Chair. Nein, ihr habt es schon Thron gesagt. Zwei. Das ist natürlich Thron 2. Genau, ihr habt es gesagt. Okay. Tetris! Ja! Ja. Richtig! In your wow, das lass ich noch kurz stehen. Das war zu einfach. Ja, das stimmt. Okay. Ja, es war wirklich einfach. So, wir haben Two Girls One Cup! Ah! Yes! Oh. An dieser
Und wir wissen, was drin war. Too easy. Okay, weiter geht's. Der kam prompt. Da weiß man, welche Regionen da aktiv sind und schnell zugreifbar. Müssen wir uns noch kurz sammeln? Nee, es geht weiter. Fortschein als Bildungseinrichtung. Tomaten auf Zucker. Ruby an Rails? Nee. Konzentrat. Okay. Sehr schön. Mark Zuckerberg. Yes, Mark Zuckerberg. Richtig. Ja. Mark Zuckerberg. Sehr schön. Aber also, ihr seid echt wirklich euch dicht auf den Fersen, dicht auf der Sohle. Ihr seid auch beide sehr fit, also als Teams. Sehr schön. Okay, wir haben White. Bounding Box. Eine Box. Wir haben Square, wir haben White, White Square, Square, Foursquare. Foursquare? Nein. Sind im Übrigen 8. Phantom Square, Phantom Phantom 3. Phantom der Oper, Phantom. Phantom the Box, Box Phantom. Out of the Box? Out of the Box, ja. White Box? Python? Phantom? Python? Ende? White, Phantom, White. Jeder. Open Box? Nein. Nein? Okay. Open Source, Phantom Box, Sandbox, Phantom. Das ist. Ich bin für die Bounding Box. Pantomima? Nein. Box Pantomima, Kasten Pantomima. Ihr seid so dicht dran. Pantomima. Sie geben Hinweise. Den ersten. Open Pantomima. Worin befindet er sich? In einer Box. Ja. Nein. Unsichtbare Box. Aber die ist nicht echt. Virtual Box. Yeah! Wo war das? Ich glaube, es war hier zaghaft später, aber sie waren auf alle Fälle. Das ist nur fair enough. Ne? Natürlich Virtual Box. Genau. Ich glaube, das war die Seite. Ja. Hey! Na, das ist in Ordnung. Okay. Ja, das ist. Okay. LimeWire. Ja! 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 Das ist das LimeWire. Du hast es gesagt, bevor du es verstanden hast. Naja. Du weißt, du das nächste so? Bild wäre dann Auweier. Auweier? Okay, ja, der kommt spät und tief, ne? So, jetzt haben wir wieder unsere Bilderrunde. Die 5 Bilder. Filme. Von Filmen, die etwas geekig sind. Umgekehrt mit geekische Filme. Los geht's. Matrix. Was? Matrix. Ja. Ja, korrekt. Natürlich. Natürlich ist es Matrix. Sehr geil. Sehr Stichpunkt schön. Übrigens vergessen. In SQL. Das ist Pseudocode. Das ist Pseudo. Das ist jeder mal irgendwie. Obwohl ich das oft link. Informatik ist ja auch voll Pseudo. 23, yay! Yeah, yeah. Ich wollte diese Frage beantworten. Vielleicht echt garantiert ist das jetzt schwarz. Ja, nein. Undicht. Live of Brain? What? Life of Brain, sagt er. Wenn U ein Umfang ist und 2pi R ist Umfang vom Kreis, dann ist es Pi, dann ist das richtig. Kennst du den Film? Ja. Es ist Pi. Genau. Pi. Natürlich. Nur Pi. Nur Pi. Oder Pi. Pi. Ja, mit der Bohrmaschine. Genau. Ja, genau. Mit der, mit der Weltformel und so. Genau. Seven? Yes. Ja, natürlich. Besser. Aber es kam langsamer als Two Girls, One Cup. Wir malen ja hier auch Mindmaps von euch, ja? Also es ist nicht so, dass wir das jetzt auf Spaß machen. Aber die folgen sich auf dem... Erstmal viel zu lesen. Oh. Ja, das ist auch... 12 months later?
Nein. Monkeys? Ja. Ja. Ja, richtig. 12 Monkeys. Es gibt einen Compiler-Fehler, aber es ist erstmal... Ich habe keine Buß gehört. Hast du Buß gehört? Nein. Gut. Selektive Wahrnehmung ist dein Segen. What? What? Das ist jetzt schon unfair, gell? Ja. Also, ich sag's dir mal. Ja, fair ist jetzt nicht so. Ihr dürft jetzt einfach sofort beide raten. Men in Black kam zuerst. Also Men in Black, ja. Genau. Nee, nee, Men in Black ist schon richtig. Es müssen ja zwei sein, damit es Men ist, sonst wäre es ja Men in Black. Deswegen, ja, random hat das gebracht. Okay. Showdown. Diktatur ist was Schönes. Wieder back to Nougat Bites. Classic. Container, Boxen, Schiffe, Container. Screen, Box. Was ist das, Hamburg? Hamburg? Remote Control. Ich höre Würgegeräusche aus dem Publikum. Ich glaube, da hat jemand Hände. Oh ja, oh ja. Container, Containers, Screens, Monitors. Containertransport, Bildschirmcontainer, Monitor, Mainbuffer. Weiter, weiter, weiter. Screensaver. Window Manager. Window Manager, nein? Nein. Window Manager. Screens, nein. Window Container. Was mit Container? Screens and Monitor. Der erste Hinweis. Monitoring. Wasser, Container und Schiffe. Oder ein Chips. Container, Schiffe und Harbor. Das bringt uns nicht weiter. Ja, die Richtung. Was wird verladen? Screens. Screens. Bildschirm. Pirate Bay. Bildschirm. Videokonferenz. Screenship, Screens, Water, Container, Ships, only. Wasser, Container, Schiffe, Monitor. Weiter geht's. Wasser, und englischer Begriff. Okay. Oh, really? Screens, Television, Screen, Monitor, Monitors. Es gibt noch so viele andere schöne Worte dafür. Was sagt ihr? DisplayPort. Natürlich ist es der DisplayPort. Okay. Ja, also Screen Harbor war fast gut. Ich hab das von hier gehört, also. Bisschen lower. Suicide Job. Nein. Was seht ihr denn da? Killer-Applikation. Wir adaptieren die Herren. Nein, nein. Killer. Shooter. Hier ist der Schauspieler. Ich sehe 1, 2, 3, 4. Ist das Kurt Cobain? Nee, ne? Ja. Ich höre da was Gutes. Okay, okay. Aber wir helfen jetzt extra nicht mehr. Und ihr könnt mitraten. Ja, also auf jeden Fall mal Kurt Cobain. Von Nirvana, der eine Waffe aus... Smoke. Smoke, Weapon. Smoke on the wall. Smoke? Nein. Nirvana, Nirvana. Abschießen, Prozesse abschießen. Kurt abschießen. Nirvana, das Protokoll, um Zombie-Prozesse abzuschießen. PS Doom. Wer ist das? Kurt Cobain. Ja. Ja.
Das ist ein Selbstmord. Ja. Ja, tot. Oder das Heroin. Wir gehen den dritten Hinweis. Killerspiele? Hatten wir schon. Lass uns jetzt mal stehen. Jemand platzt. Digitale Gesellschaft. Drugs, Drogen. Sex, okay, wir fragen das Publikum, oder? Ja, Publikum. Publikum. Ja. Ego-Shooter, korrekt. Wir haben uns getraut. Ja. Ist ja auch schon nach 0 Uhr. Genau. Okay, jetzt wir. Wir haben ein Bett. Da muss man genau hinschauen. Oh ja. System of a Down? Bett? Keine Ahnung. Bett? Okay, da hinten, dann wurde es gerade erkannt. Hier vorne gab es auch schon. Hände? Hände? Hände. Aha, da hat jemand das dann vom Mund. Die Wissenden durchziehen das Publikum. Embedded System. Ja. Jawohl. Genau, Embedded System. Sehr schön. Sehr schön. Und weiter geht's. CCC. Process Separation. Ihr müsst euch random, dreht euch mal um. Ihr müsst das Bild oben angucken. Da fehlt nämlich leider ein Stück. Warum? Oder, nee, es fehlt nicht, aber es ist schlecht zu sehen. Nee, es fehlt nicht. Es ist etwas. Grenaltee hatten wir auch schon. Recyceln. T-Bios? What? Ja. Ja, das war korrekt. Bios. Bios. Schnell weg damit. Und zum nächsten Gespräch. Sehr schön. Okay. Okay, wir haben Teller mit Müsli, Brot. Wir haben Brotcrumbs. Breadcrumbs. Wir haben Besteck. Wir haben Blau, Blau, Brotkrümel. Brot, Bread. Ja. Blue Bread. Steck. Das wird sich definitiv um die Brotkrümel drehen. Was? Nochmal laut, bitte. Es wird sich definitiv um die Brotkrümel drehen. Ja. Ja, Breadcrumbs. Breadcrumbs sind selbst von der Fee. So ein Ding für sich. Das fehlt. Breadcrumb-Menü? Nein. Ja, das war's. Richtig. Richtig. Breadcrumb-Menü. Ja gut, wer von Web-Entwicklung Ahnung hat. Gut. Wir tun so, als hätte es nie stattgefunden. Ich fand's gut. Random. Gold, Else, Cloud, die Siegessäule, der Engel geklaut. Gold, Else. Ja, das spricht mal lauter. Sprecht mal lauter. Da war viel Gutes dabei. Gold, Else, Siegessäule, Cloud. Cloud Computing? Nee. Else Cloud. Else. Siegessäule. Goldcaps? Cloud. Die sind alle total verseucht von diesem Cloud-Begriff, oder? Ja. Cloud. Cloud, ja, immer ein Cloud weg. Google Cloud? Abtransport. Nein. Cloud weg. Helikopter entfernen. Cloud Backup? Burning Cloud, Cloud Berlin. Also Burning Cloud ist mir... Wir geben Hinweise. Genau, jetzt wir sind ja konstruktiv. Die Siegessäule. Da die goldene Elise oder so? Elise. Wie heißt sie denn? Du bist die Deutsche. Hier wurde das vorhin schon gesagt, wer das ist. Wie heißt sie denn? Else. Gold Else, genau. Ja. Golden Cloud. Berlin. In welcher Lage befindet sie sich? Golden Gold. Schweben. Gold Schweben. Cloud. Elisa, Elsa, da sterben wieder Leute, sehr schön. Umgekehrt, remote.
Männlich fehlt da noch. Ja, männlich. If else. Else if. Cloud, Elsen. Sie steht ja da nicht mehr. Ich glaube. Gut, Publikum? Elfbock oder Elfbock oder? Genau, Dangling Elves. Oder hängendes Elves. Na gut. Okay. Keine Punkte. Eine. Okay, wir haben. Wer ist denn dieser Schauspieler? Der ist. Jet Table. Wie heißt denn dieser Typ? Deskjet. Deskjet. Ja! Was? Ja! Sehr schön. HP Deskjet. Ich kenne diese Fraktion, ich habe keinen Fernseher. Großartiges Stück. Nougat Bites Geschichte. Es gibt auch jetzt das vorletzte Bild. Mal wieder du. Was hängt da weg? Gnus. Agnu. Gnua. 2, 3, 4, 5, 6. Es fängt mir schwer zu helfen, aber ich schaff's. AGPL. AGPL? Nein. Gibt's schon die Arme der Erkenntnis? Ja, yeah, nice. Schön. Bison, A-Bison, wie ist das denn? Also ein Biologiestudium Bison. Hilft. Ja. Beide können raten. Gnu hört. Jack. Nein. Jacker. Gnu hört, ne? Diese Aas. Sechs Aas an der Kette um Gnus drumherum gewickelt. Ich habe hier schon noch was Interessantes gehört. Insofern lasse ich mal noch durchlaufen. Ich habe sogar schon vom Publikum gehört, aber das wurde hier nicht gehört. Der erste Hinweis. Es geht um Browser-Kontext. Ja. Kein Gnus, Gnus ist viel graziler. Es ist B. Ja. B. Und zwar Ajax. Ja, ja. Diese Tiere heißen zur Information Jack oder Ajax. Das habe ich doch vorhin gesagt. Ajax? Ja. Aber nicht ins Mikro. Nun gut. Wenn es sehr knapp wird, dann. Das letzte Bild. Okay, wir haben HD zu. Digitalisieren? Analog an Anna. Wer ist denn das für Schauspieler? Minecraft, ja? Eine weiß es. Das binäre Food oben macht, gibt auf jeden Fall die Tüte. Zwei Hände habe ich gesehen. Digitalisieren? Wilde Hände sind es, ja. Ja. Ich hab keine Chance. Muss man wissen, wer die Leute sind? Also naja, die wissen es anscheinend. Die wissen es ja. Ich kannte die Dame vorher nicht. Sie ist Dolly Buster, oder? Nein. Na? Das ist der Lazzaro Minnelli-Effekt. Nein. Blockbuster? Wen seht ihr denn alles? Kennt ihr irgendjemanden? Silikontitten. Tatjana G. und John S. sind hier zu sehen. Tatjana Gsell? John Smith? Keine Ahnung. Wir geben einen zweiten Hinweis. Es geht jetzt wirklich um die Wurst, ne? Ihr seid beide nicht mehr analog. Analog, digital, Wattler. Wir lassen es mal ein bisschen zappeln, oder? Ja, lassen wir mal. AD-Wandler? TJ analog. Ein bisschen wirken lassen. TGS AD? TGS? Was? TJ? Digitale Gesellschaft? Ja! Ja, wunderbar! Hey! Ja. Genau. Tatjana Gsell und John Schaft.
Digitalisiert. Ja, man kann auch weinend klatschen, ist schon okay. 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 Endstand. Sehr schön. Wir haben ein Gewinnerteam. Vielen herzlichen Dank. Power of Ages für alle, die mitgemacht haben. Das hat Spaß gemacht. So. Okay, dann nehme ich euch jetzt wieder die Sprechstäbe ab, während Ben noch. Ach so, gut. Was ja. Ich zeige dann noch. Vielen Dank. Was aus vielen unserem Dank. Buch großartig. Ihr habt schön laut gedacht. Und. Ja, Siegerehrung, ihr kriegt noch, ihr könnt euch nochmal angucken. Weiß jemand, was das wobei, ist? Wobei, ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr bei den schlechten Sachen nochmal kurz mitmachen. Ja. Respawn! Ein Respawn. Das waren schon die späteren Stunden. Stirnklopfer. Newsletter, natürlich. Den hätten wir nehmen können, anscheinend. Damn it. Für den wollte ich ihn erwürgen. Ja. Nein? Ice Age und jetzt nochmal auf Deutsch. Eiszeit. Ice Age ist auch schön, aber nein. Aber das hat nichts mit dem. Doch, doch. Es raten noch zu viele. Okay. Hände, ich singe, glaubt er. Also nein. Im Publikum irgendwer das wissen könnte. Weiß das jemand? Okay, das sind ganz offensichtlich Haareise. Heise. Ja, jeder oben klatscht, sehr schön. Okay, ich glaube, das ist der Rausschmeißer. Und der Rausschmeißer, das ist, ich sag's einfach, oder? Na, außer es weiß jemand, der Spaß dran hat. Bitte? Hinweise. Wir sehen hier Menschen mit Instrumenten und Dämpfe aus ihren Schlundhaltern oder so. Also das sind definitiv illegale Inhalte. Und lieblos haben wir ihnen die Augenlider ein bisschen zugemacht und die Münder grinsend. Genau. Thematisch kann man das so bei Grundversorgung ansiedeln. Wisst ihr's? Was? Nein, aber die Richtung ist schon mal gut. High Bandwidth wurde hier gesagt. High Bandwidth? No. Nein. Was tun die denn? Breitband? Breitband? Breitband. Breitband. Alles klar. Super, und damit entlassen wir euch in die Freiheit mit der Breitband. Wünschen wir euch vielen Dank. Einen schönen Abend. Unser Abspann, der kann ruhig noch auf den Beamer. Ja. Nochmal auf den Beamer. Ich will alle noch bitten, dass sie ihren Müll rausnehmen. Also Flaschen, bitte alle Flaschen mitnehmen. Auch nicht nur eure, wenn ihr noch was umliegen seht. Bitte mitnehmen, raustragen, wegwerfen. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Aber ihr wart gut dabei. Ja, auf jeden Fall. Food. Got. Bye.